So, meine lieben Freunde von Agile Smart, heute Teil 40. Ich habe ja das Motto, ohne Risiken und ohne Gefahren. Das trifft heute auf mich überhaupt nicht zu. Ich begebe mich heute in ein doppeltes Risiko. Ich hoffe, die Gefahren sind für mich nicht so groß. Erstes Risiko, ich spreche über etwas, was ich auch erst vor kurzem kennengelernt habe und wo ich mehr Fragen als Antworten habe. Ich habe es hier in der Hand, Wasser. Das ist heute unser Thema. Und zweitens, ich bin von unterwegs aus eingeloggt und versuche von hier aus dieses Hangout von hier aus in Agile 40 zu fabrizieren. Also doppeltes Risiko. Ich hoffe, Sie sind mir trotzdem gewogen. Ich wünsche mir, dass Sie auch Informationen aufnehmen können. Und ich würde mir auch wünschen, dass Sie sich heute mitbeteiligen an Fragen dabei. Wir haben ja heute zum Thema uns vorgenommen, die Frage des Wassers. Und wie das so meine Art ist, hatten Sie im Video zum Wasser sicherlich einige neue Dinge, die Sie vielleicht provokativ aufgenommen haben. Als Provokation ist es nicht gemeint gewesen, zum Wasser gehört haben. Ja, da gibt es also Menschen, die treffen sich in den 50er Jahren als große Kriegswaffenplaner für die biologische Kriegsführung, treffen sich geheim in Asien in einem großen Saal, haben da eine Konferenz und trinken nichts anderes als Wasser. Sauberes Wasser trinken sie. Und Ergebnis der Konferenz, es ging um biologische Kriegsführung. Sie beschäftigten sich also dort mit der biologischen Kriegsführung, igitt. Und im Ergebnis waren alle infiziert und sie hatten nichts anderes zu sich genommen als das Wasser. Und die Geheimdienste haben das Wasser auch gleich kontrolliert und haben festgestellt, das Wasser ist sauber, an dem Wasser ist nichts, es sind keine Keime drin. Trotzdem haben sich die Beteiligten an dieser Konferenz, die das Wasser getrunken haben, die haben sich infiziert. Also muss es über die Information gegangen sein, anders kann es nicht sein. In diesem Video haben sie noch andere Dinge kennengelernt. Zum Beispiel, dass sich der amerikanische Präsident die Hände mit reinem Wasser desinfiziert. Dieses Wasser wurde auch vorher einer Information, diesem Wasser wurde eine Information übertragen. Sie haben gesehen, es hat mich wahnsinnig beeindruckt, deshalb habe ich es auch nicht vergessen, wie ein Patient ein Glas Wasser, was vorher strukturiert wurde. Und strukturiert heißt nichts anderes, als dieses Wasser elektromagnetischen Frequenzen auszusetzen. Das Wasser getrunken. 5 Minuten später hat man aus der Fingerbeere wiederum Blut abgenommen und hat festgestellt, dass die Erythrozyten sich verteilt haben. Im Gegensatz zu vorher, wo die Erythrozyten eben unverhältnismäßig und auch nicht gerade sehr gesund zusammengeklebt haben. Die Story mit den Erythrozyten, die kennen Sie schon von meinem Agile Flow. Dort haben wir das Blut und die Erythrozytenverteilung damit angesprochen, indem wir eben an dem Handgelenk mit Laserstrahlen gearbeitet haben, was ich auch übrigens schon selber gemacht habe und einige von Ihnen als Selbstbehandlung auch tun. Und ich habe bisher nur positive Rückmeldungen im Sinne von Blutdruck senkend, Blutfettwerte, Cholesterol senkend und das eben ohne Risiken. Ja, und dort hat man es eben mit einem Glas Wasser, sauberes Wasser gezeigt. Dieses Wasser wurde strukturiert und hat einfach auf das Wasser eine Antenne. Ich habe hier so eine Antenne da, ich erkläre gleich noch mehr zu diesen Geräten. Hat man sozusagen 5 Minuten lang das strukturiert und das hat genügt. Oder denken Sie an die vielen Fälle zum Wasser, zu den Anomalien. Wasser härtet. Wasser hat bei 4 Grad, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wieder verspreche, bei 4 Grad hat sozusagen die höchste Dichte und erwärmen wir es oder kühlen wir es ab. Im Gegensatz zu allen anderen Stoffen, die ich kenne, dehnt sich Wasser aus, wenn es abgekühlt wird. Deshalb schwimmt auch der Eisberg auf dem Wasser obendrauf. So, und so strotzte dieses Video von Mitteilungen, wissenschaftlichen Untersuchungen, Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen. Und ich möchte vielleicht noch eine weitere Untersuchung in Erinnerung bringen, die auch im Video gebracht wurde. Es hat
ein japanischer Wissenschaftler hat 3 Bottiche mit Wasser aufgestellt, mit Reis darin, und hat diese Bottiche unterschiedlich, diese Gefäße und damit das Wasser, was darin ist, mit unterschiedlichen Informationen bedacht. Das erste Glas wurde täglich begrüßt mit "Guten Tag, mein liebes Wasser". Das zweite Glas wurde "Du Idiot" tituliert und das dritte Glas wurde ignoriert. Das erste, was positiv angesprochen wurde, das fermentierte der Reis darin und das war also eine natürliche Entwicklung. Das zweite, das, wenn Sie sich erinnern im Video, das war schwarz und giftig und das dritte, das hatte Schimmel gebildet. So, das war der einzige Unterschied dabei. Und man hat dieses auch wiederholt. Und denken Sie daran, wie man Wasser mit Musik bespielt hat und wie unterschiedlich dann in Abhängigkeit der Musik selbst Kristalle sich ausgebildet haben. Also eine unglaubliche Geschichte. Wasser scheint, und davon bin ich mehr und mehr überzeugt, Wasser scheint ein Speicher von Informationen zu sein. Und unabhängig davon, ich habe diese vielen Inhalte noch gar nicht gekannt, unabhängig davon, und ich sagte Ihnen das ja auch bei der Einführung vor 2 AGSmarts, dass wir uns in der Familie einen Äquator zugelegt haben. Das ist nichts anderes als ein Magnet, durch das wir alles Wasser, was wir sozusagen trinken, zum Kochen zubereiten, zum Kaffee kochen, zum Tee kochen, nehmen. Das gießen wir dort durch. Schon über 20 Jahre, wir fühlen uns wohl. Und das ist aber noch kein Beweis. Nur vorab haben wir dieses Wasser wechselseitig in Bottiche durch den Äquator gegossen oder eben nicht durch den Äquator. Und man konnte sehen, wie Haustiere immer zu dem Bottich liefen, wo das Wasser durch den Äquator behandelt wurde. Das Haustier konnte es nicht vorher wissen. Wenn Sie Pflanzen mit dem Wasser gießen, zum Beispiel Kulturpflanzen wie Tomaten, dann sehen Sie durch Äquator gegossenes Wasser, bringt mehr Erträge. Ja, meine Vorstellung ist die, und das deckt sich zum Glück auch mit den Ergebnissen, die wir in dem Video von den anderen Wissenschaftlern bestätigt gesehen haben, dass das Wasser zwar rein sein kann, aber das Wasser hat ein Gedächtnis. Das Gedächtnis entsteht dadurch, dass wenn die H2O angegliedert sind, dann haben wir ein Dipol und da können sich also an H2O-Ringe, Sterne, Ketten und ganz komplexe Strukturen bilden. Und diese komplexen Strukturen, die sind anhand der Vergangenheit, nämlich der chemischen Vergiftung, Berührung mit Benzin, gerade in unserer zivilisierten Welt, mit Benzolen, die sehen dann aus wie Benzolringe. Und wenn Sie dieses Wasser zu sich nehmen, ist meine Vermutung, kriegen Sie Informationen von Benzol in den Körper, was ja nicht gerade unbedingt, sagen wir mal, beabsichtigt ist und unsere Biologie verbessern könnte. Deshalb haben wir den Äquator, wie gesagt, vor über 20 Jahren immer benutzt. Und dann heben sich nämlich diese Ringe, die darin sind, auf durch das kurzzeitige niedrige Magnetfeld. Ja, soweit. So, und jetzt kommen wir zu dem Schritt, dass wir Menschen ja zu 80% aus Wasser bestehen. Unser Hirn besteht zu 80% aus Wasser. Unser ganzer Körper besteht zu 80% aus Wasser. Das betrifft auch die sogenannte harte Struktur. Auch das Skelett ist so stark von Wasser belastet. Und da kann man doch auf die Idee kommen, dass man sich die Kenntnisse mit dem strukturierten Wasser, was mit Musik beschallt ist, was gut besprochen wurde, was durch einen Äquator fließt oder andere Dinge, wo wir eben Schädigendes oder Schädliches weghaben wollen, durch Gutes überstreichen wollen, durch gute Informationen, nennen wir das mal so, vorteilhafte Informationen, dann kann uns das Gutes tun. Wenn es eben mit schlechten Informationen überschrieben ist, ich erinnere an die Konferenz der der Wissenschaftler, die kriegswichtige und zwar biologische kriegswirkende Stoffe besprochen haben, dann hat es eben negative Folgen. Dann kann es sogar zu Infektionen kommen, erstaunlicherweise. Und mein Vorschlag ist, dass wir eben ausgehend von diesen Phänomenen, die ganz besonders auch in dem Video zu betrachten sind, dass wir von diesen Phänomenen ausgehen und uns das zu Nutzen machen. Was können wir denn verlieren?
wir haben ja dort keine Vergiftung, denn wir reden ja immer über sauberes Wasser. Es kann nur sein, dass wir uns irren, dass die Wissenschaftler sich geirrt haben oder wir die Bedingungen nicht erfüllen können, die zum Erfolg führen. Aber da ist ja kein großes Risiko dabei. Wenn wir zum Beispiel mit dem Wasser, was wir eben trinken, was wir vielleicht das strukturieren, indem wir das gut ansprechen. Oder dass wir das Wasser eben mit Technik, mit einer Antenne strukturieren. Und dort gibt es sehr, sehr gute Vorläufe in Russland. Dort hat man nämlich festgestellt, dass man Wasser strukturieren kann zum Vorteil und auch in Richtung Gesundheit. So weit will ich mal gehen, dass ich sage, wir haben mittlerweile auch einen Physiker-Ingenieur kennengelernt, der zurückblickt über mehrere zig Jahre, also ungefähr 20 Jahre, dass Menschen, die sozusagen dieses Experiment gemacht haben und dieses Wasser einmal im Glas und anders auch im Körper, eben mit elektromagnetischen Frequenzen, ich mache mal in Anführungsstrichen, behandelt haben, also Informationen eingebracht haben, dass diese Menschen nicht erkrankt sind. Und mit so einem Ingenieur bin ich zusammengekommen und aus dem Grunde habe ich auch investiert in einen Prototypen dieses Geräts, das heißt Body Scanner. Und dort erhoffe ich mir, wenn ich vorher Wasser strukturiere, das ist 5 Minuten Behandlung mit dieser Antenne, ja, und dann das Wasser trinke und nach einer kurzen Einwirkungszeit von ungefähr 5 Minuten dann mit der Antenne an meinen Körper gehe, nochmal einfach dorthin, wo eben vielleicht ein Problem besteht. Das kann an den Zehen liegen, das kann sag mal, am Rücken liegen. Und ich habe im Moment überhaupt kein Problem. Was habe ich gemacht? Ich habe es einfach so in den Nacken gehalten, ein bisschen höher, mit der Vorstellung, vielleicht aberwitzigen Vorstellung, ich weiß es nicht, ich bin noch bei den Tests, dass ich die Zirbeldrüse erreiche. Und ich kann nur berichten, die ersten paar Male, wo ich es eingesetzt habe, habe ich mich fantastisch danach gefühlt. Und das ist nicht so sehr von mir erfunden, sondern es geht auch auf eine lange Geschichte zurück. Nikola Tesla, ich habe den Namen schon öfter in meinen Agile Smart Mitteilungen genannt. Nikola Tesla, jemand, der viel mit Frequenzen gearbeitet hat, der übrigens von der Gleichstromtechnik zur Wechselstromtechnik den Schritt gegangen ist. Ein ganz großer Erfinder. Jemand, der auch Raumenergie nutzt, aber das ist nicht unser Thema, darüber heute zu sprechen oder genutzt hat. Nikola Tesla hat sich vor eine große Antenne gesetzt, übrigens mit seinem Freund Mark Twain, und hat sich dort viele Minuten aufgehalten, hat Bücher gelesen und beide haben festgestellt, und Mark Twain hat das dann auch in Veröffentlichungen gebracht, dass sie sich danach immer sehr, sehr wohl gefühlt haben. Das hat nun noch überhaupt nichts mit Pathologie oder Gesundheit zu tun, sondern einfach wohlfühlen. Und ich denke, da muss schon irgendetwas passieren, wenn das so rekombinierbar oder rekonstruierbar war und daher auch mein Ansatz, das durchzuführen. So, nun sitze ich hier unterwegs vor diesem sicherlich schrecklichen Licht für Sie und ich möchte mal in den Chat umschalten, um noch Ihnen einige, nicht in den Chat umschalten, Entschuldigung, in den Bildschirm umschalten, damit Sie, hoffentlich kriege ich das hin. Ja, so, wir wollen also sprechen über die eigenartigen Wirkungen von Wasser. Eingangs ging es darum, dass ja Wasser mit seiner Dichte sich anomalisch verhält. Wasser, was noch kälter wird, wird leichter. Eisberge schwimmen auf dem Wasser und 4 Grad ist scheinbar die Temperatur, 4 Grad Celsius ist die Temperatur, bei der Wasser die höchste Dichte hat. H2O speichert Informationen. Ich habe das vorhin schon mal so dargestellt, dass ja dort Ringe oder Sterne oder Linien oder zumindest Strukturen durch die Anordnung der Dipole von H2O, also an dem O hängt zweimal H dran und da haben Sie eine Verteilung von positivem und negativem Potenzial und damit ist es möglich, das aneinander zu heften. Das ist längst bekannt, aber die Art und Weise, wie das aneinander hängt, speichert Informationen. Und Wasser scheint auch diese Informationen wieder auszugeben. Denn sonst würde man sich eben nicht mit klarem Wasser auch infizieren können. Die Struktur des Wassers, die räumliche Struktur der Wassermoleküle, wie sie gebildet sind, wie sie angelegt sind, das scheint die Information zu sein.
und die Struktur lässt sich beeinflussen. Fantastische Geschichte. Nennen wir welche Beispiele. Zum Beispiel mikrobiologische Infektionen lassen sich dort hineinbringen als Information, obwohl niemals mikrobiologische Bestandteile oder Mikroben dort hineingekommen sind. Die lassen sich aber auch beseitigen, wie wir wissen, nämlich wenn die US-amerikanischen Präsidenten oder zumindest der Präsident, wenn der sich die Hände mit Wasser desinfiziert, um sich nicht mit im Körperkontakt mit anderen zu infizieren, dann ist das sozusagen auch eine Möglichkeit, Infektionen zu beseitigen oder zu verhindern. Alles geht auf Informationsbasis. Übrigens mit der Information, dass Sie kennen ja auch medizinische Behandlungen mit den sogenannten Stoffen, die gar keine Wirkstoffe mehr darin haben. Und das ist Ihnen ja auch bekannt, das wird ja auch an vielen Stellen bekämpft. Aber die Homöopathie, so nennt sich diese Richtung, zeigt doch an vielen Stellen, und das kann jedes Individuum auch einfach mal testen, Wirkungen. Wirkungen sind auf jeden Fall da. So, dann habe ich schon, und so kam ich übrigens dann viele Jahre später zum Äquator, habe ich von den toten Gewässern gehört in der Schweiz in den 70er Jahren. Man hat also dort durch chemische Vergiftungen, denken Sie an die Pharmaindustrie, die damals noch viel aggressiver Abwasser einfach in die Umwelt geleitet hat. So gab es eine ganze Menge Seen in der Schweiz, die chemisch vergiftet waren, die tot waren. Und man hat diese chemischen Vergiftungen aus dem Wasser herausgezogen und siehe da, es wuchs dort nichts, genauso wie wenn es vergiftet war. Es waren weder Pflanzen noch Tiere darin, es lebte scheinbar nichts. Das Herausziehen des Giftes hat überhaupt nichts gebracht. Bis ein Wissenschaftler kam, und zwar ein Wissenschaftler, dann nicht der Theorie, sondern der Praxis. Und der hat einfach darum gebeten, große Pumpen einzusetzen. Die hat er auf Booten installiert und hat dann über die Pumpen Wasser durch Magneten gepumpt. Und relativ schnell waren Fische, Pflanzen wieder und die Fische und die Seen lebten wieder. Das war also eine wirklich tolle Geschichte. Und daher habe ich auch meine Weisheiten genommen von den um den Äquator einzusetzen. So. Und selbst seit 22 Jahren setze ich Äquator ein und ich will da auch nicht davon lassen. Und Sie können das überprüfen, indem Sie eben mal nicht Wasser, am Wasser merken Sie es auch schon, der Geschmack verändert sich, aber wenn Sie Rotwein durchgießen, der schmeckt völlig anders. Sie können einen Doppelblindversuch machen, hundertprozentig bekommen Leute, wenn sie nicht gerade eine Geschmacksverirrung haben, das heraus. Sie können Pflanzen gießen mit Wasser, was durch den Äquator gegangen ist und Sie können es Haustieren zur Verfügung geben. Klare Einsätze, die Pflanzen, bei mir waren es Tomaten, die waren also ungefähr anderthalb Mal so groß wie die, die nicht mit dem Äquator behandelten Wasser gegossen wurden. Es muss also eine Informationsübertragung auch geben. Ich erinnere an die Wissenschaftler aus dem Video, die eben drei Gefäße mit Wasser hingestellt haben, das erste Gefäß freundlich angesprochen haben, das zweite Gefäß beschimpft haben und das dritte haben sie ignoriert. Und in dem Wasser war dann noch Reis und da konnte man eben nach einigen Tagen, wir müssen nochmal nachlesen, ich habe das vergessen, nach welcher Zeit, konnte man eben sehen, dass der Reis in dem ersten freundlich angesprochenen Glas fermentiert war, im zweiten war die ganze Sache vergiftet und im dritten war es verschimmelt. Und dann ist noch ein Punkt, muss ich auch Peter persönlich sagen, hat mich sehr beeindruckt mit dem Glas Wasser und zwar getrunken strukturiertes Wasser. Kann man mit elektromagnetischen Frequenzen machen und die Erythrozyten dann im Blut des Menschen und wir reden mal über 8 Liter vielleicht Blut im Ganzkörper, da sind dann die Erythrozyten schön verteilt gewesen. Ja, was möchte ich jetzt an sich hier sagen? Ich möchte, Moment, Bildschirm zurück. Ja, ich glaube, jetzt bin ich wieder dabei. Ich möchte an sich sagen, was machen wir denn falsch, wenn wir uns einige Dinge, die recht einfach sind, übernehmen? Was machen wir falsch? Jedenfalls ist es kein Risiko und auch keine Gefahr für uns, wenn wir sauberes Wasser verwenden.
Und auch wenn in dem Video dort das kam, dass dort eben Gebete auf das Wasser gekommen sind und sich dort entsprechende Veränderungen, Wirkungen auf den Menschen, auf die Pflanzen ergeben haben, dann hat das bei mir als Atheist nichts damit zu tun, dass jetzt der liebe Gott dort Einfluss genommen hat, sondern ich denke, dass diese Zuwendung, diese Informationen durch den Gebet, durch die Gebetssprüche dort dazu geführt haben, das Wasser zu verändern. Mich würde interessieren, was Sie von einer solchen Idee halten. Ich habe meine Schlussfolgerung gezogen. Ich habe diesen Prototypen, dieses Gerät mir zugelegt und versuche dort sinnvoll Wellness zu machen, indem ich eben Wasser strukturiere, das trinke und dann am Körper das einsetze. Es ist übrigens sehr angenehm von der Behandlung, denn es wärmt und wir haben dann noch nichts Negatives festgestellt. Ich habe von anderen, die diese Technik eingesetzt haben, tolle Berichte gehört und der für mich am längsten zurückliegende Bericht ist eben der von Mark Twain, der eben sagt, immer wenn er mit Nikola Tesla vor der Antenne gesessen hat, vor der sogenannten Tesla-Antenne, ging es ihm danach sehr, sehr gut. So. Soweit von mir. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist oder ob das Interesse überhaupt so weit geht, hier Fragen zu beantworten oder Fragen zu diskutieren. Ich kann ganz, ganz wenig Fragen zu diesem Thema beantworten, weil ich dort nur individuelle Beobachtungen vorliegen habe und ich kann auch nur das wiedergeben, was andere dokumentiert haben. Ich selbst bin dort nicht der Experte, aber ich bin, sagen wir mal, der Mutige oder derjenige, der dort eben Ansätze sieht, Lebensumstände zu verbessern durch, nennen wir das mal Wellness, um hier kein Rechtsproblem zu bekommen, und denke, dass wir mit dem Wasser allerhand tun können, indem wir das Wasser ordentlich behandeln, informativ ordentlich behandeln. Voraussetzung dafür natürlich immer, dass man vorher reines Wasser hat, dass man vielleicht eine Umkehrosmose nutzen muss, wenn man in einer Gegend ist, wo das Wasser nicht so gute Qualität hat. Aber davon sprechen wir nicht, das weiß ich auch nicht, welche Relevanz das hat. Auf jeden Fall ist es hochinteressant, Informationen in das Wasser zu bringen. Es ist sicherlich auch hochinteressant, das in vitro zu tun und dann das Wasser zu trinken. Oder eben das Wasser, wir bestehen aus 80% Wasser, in vivo zu strukturieren und da hoffentlich zum Positiven zu kommen. So, das war eigentlich heute schon, sagen wir mal, mein Programm in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich bin ja unterwegs und habe hier nicht allzu viele Möglichkeiten. Es wäre gut, wenn Sie das auch als Ansatz sehen, nicht so sehr als Empfehlung, sondern vielleicht als Orientierung, um darüber nochmal zu diskutieren oder vielleicht auch noch einmal das Video sich zu betrachten. Ich mache das auf jeden Fall und ich denke, dass ich hier und da Veränderungen vornehme und Ihnen die auch in loser Folge dann von den Ergebnissen oder von den Wirkungen oder von eingebildeten Wirkungen, ich weiß es nicht, Ihnen dann berichte. Wenn jetzt noch Fragen sind, meine Assistentin steht nicht zur Verfügung, aber ich kann den Chat lesen. Wenn Fragen sind, können Sie die jetzt in den Chat schreiben, aber Sie können natürlich auch mir per E-Mail zusenden und ich würde Sie dann zumindest auch in der Aufzeichnung mit verarbeiten. Die Aufzeichnung kriegen Sie in Kürze wieder zugesandt. Den Link dazu. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass alles technisch gut angekommen ist und dass Sie die verrückte Welt des Wassers genauso positiv auffassen wie ich. Ich wünsche einen angenehmen Abend.